Lass uns dieses heutige Update einmal Game Over nennen. Es macht immer Angst, wenn ich sage hier, du lebst in Sodom und Gomorra und die Welt, die du dir ausdenkst, wird nicht überleben. Aber das hast letzten Endes nur du selbst in der Hand. Auch hier wieder wie bei allen Selbstgesprächen, ich erkläre es nur dem Geist, der jetzt diesen Lautsprecher zuhört. Du hörst jetzt nicht an Menschen sprechen, sondern an Lautsprecher. Ein Lautsprecher, den du dir jetzt übrigens jetzt ausdenkst, weil ich das Wort Lautsprecher ausgesprochen habe. Das ist die Präzision von Holofeeling. Bei Holofeeling geht es nicht über richtig, was richtig oder verkehrt ist. Es geht erst einmal darum, was ist jetzt und wer erlebt es, was jetzt da ist. Ich muss immer den kleinen Einstieg machen, weil du wirst feststellen, du Geist, den ich das jetzt erzähle, dass du das ständig vergisst. Ich greife immer wieder auf vorhergehenden Selbstgesprächen des letzten Vierteljahrhunderts zurück, wo ich immer wieder sage, selbst für dich, Geist, mit deinem momentanen Intellekt, den du zum Denken benutzt, und bitte lass das auf dich wirken, was ich dir jetzt sage, ist absolut 100% sicher, muss ich das, was du Geist wahrnimmst, als eine Information, und ich mag es jetzt so, in deinem Gehirn befinden. Das schreibt dir dein derzeitiger Glaube vor. Wenn sich das, was du jetzt wahrnimmst, nicht als Information in deinem Gehirn befindet, das du dir jetzt ausdenkst, das übrigens nicht existiert, wenn du nicht an das Gehirn denkst, das ist auch hundertprozentig sicher. Der Glaube, dass das Gehirn auch dann da ist, wenn du nicht dran denkst und dass es dich nicht geben würde. Geben heißt der Geist ist eben. Das ist die Nulllinie, aus dem alles entspringt. Dass es dich nicht geben würde, wenn es dieses Gehirn nicht geben würde. Und ich sage, es würde dein Gehirn nicht geben, wenn du nicht an dein Gehirn denkst. Dann gibt es das Gehirn nicht. Du bist hundertprozentig sicher auch dann ein wahrnehmender Geist, wenn du nicht an dein Gehirn denkst. Das ist der einzige Satz. Es dreht sich letztendlich alles um dich selbst. Egal, wo du hinschaust, du denkst es dir aus, du stellst es dir vor, du denkst es dir in die Vergangenheit, du denkst es dir woanders hin, du denkst dir das jetzt in die Zukunft, was du jetzt denkst. Aber was du siehst, ist hier und jetzt deine Information und mit deiner jetzigen Logik ist es in deinem Gehirn. Selbst wenn du jetzt die Hand vor dich hinstellst, ich sage auf deine Verabredung holst und da drauf klopfst, du würdest es erst spüren, ich sage mal in deiner Logik, wenn ich die Leitung abkappe und das Signal nicht hochkommt, hast du dieses Gespür nicht, dann kannst du mit dem Hammer auf deine Hand draufhauen. Man nennt es in der Medizin, wir machen hier eine Betäubung. Wir legen die Leitung lahm. Es ist alles unheimlich logisch, aber nicht besonders geistreich. Und wir machen jetzt ein Game Over. Das heißt, immer wieder dieses Spiel, wer spaltet eigentlich die Gesellschaft? Du. Es sind nämlich deine Gedanken. Ob du jetzt Impfbefürworter oder Impfgegner dir ausdenkst, auch die existieren nur, wenn sie von dir gedacht werden. Das ist hundertprozentig sicher. Und der Bruch des zweiten Gebotes wird dir früher oder später das eigene Genick brechen. Du wirst eine tiefe Demut kriegen von diesen göttlichen Geboten, weil das ganz simple und einfache Lebensregeln sind. Das ist das, was ist. Und darum habe ich in den letzten Selbstgesprächen massiv darauf hingewiesen, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden. Und du hast es in der Hand. Nur du. Dir sollte klar sein, dass irgendwelche Menschen, die du dir ausdenkst, immer nur in dem Moment existieren, wo du sie denkst. Und die werden genauso sein, wie du sie denkst. Hier und jetzt in deinem Kopf nur Gedanken. Und der Bruch des zweiten Gebotes treibt dich in den Wahn, dass du unter anderem glaubst, du meinst, du hättest mit den Sachen, die du jetzt denkst, ich bleibe nur im Bereich des Denkens, nichts zu tun. Das sind immer andere Schuld. Und auch tausende Male erwähne ich, die Frage nach wer ist schuld, ist die Frage, wer hat es gemacht? Wer ist dafür verantwortlich? Zuerst einmal der, der sich's ausdenkt. Aber jetzt schieben sich natürlich viele Perspektiven rein, weil wenn ich jetzt, mir bleiben wir mal mit dem klassischen Schreiben, Schinreiben. Ich will jetzt das Wort nicht genauer erklären, aber in dem klassischen Schreiben, wenn du jetzt, ich sage jetzt extra modern, einen Kugelschreiber nimmst, da haben wir das KGL wie eine Welle schon mit drin stecken. Ich kenne auch eine Feder nimmer, da haben wir nämlich dann auch in der Feder das FE, P heißt ja hier und der Rest ist eine Generation auf Hebräisch. Die geöffnete Berechnung, also wir nehmen mal einen Kugelschreiber oder eine Feder im klassischen Stil und
Wir schreiben irgendeinen Text und dann schaust du den Text an und der ist voller Fehler. Ist da die Feder dafür schuld? Oder der Kugelschreiber? Dass da Fehler drin sind? Wie oft erkläre ich, ein Kugelschreiber schreibt ein Gedicht? Stimmt es oder stimmt es nicht? Wir sind schon wieder bei unserem Problem. Jein! Wie definiere ich Schreiben? Farbe aufs Papier bringen, jetzt natürlich ausgedachterweise, die muss zuerst einmal klar sein. Es sind nur Worte da. Die Grundvoraussetzung, dass du jetzt Bilder draus machen kannst, ist, dass du auf diese Worte reagierst, indem du die deutsche Sprache verstehst, wobei du dann die Worte auslegst und Vorstellungen in dir aufbaust. Und du wirst immer die zwei Seiten sehen. Schreibt jetzt der Kugelschreiber das Gedicht, ist er für die Fehler verantwortlich? Ich sage, wie definieren wir Schreiben? Farbe aufs Papier bringen. In unserer Vorstellung jetzt, das macht er, aber er sucht sich ja nicht raus, wie er das aufs Papier bringt. Das sind wieder die zwei Seiten. Kannst du dir raussuchen, was du denkst? Diese Freiheit des Denkens, dass du glaubst, du hast deine eigene Meinung. Ich sage, setz dich als träumender Geist, dann ist das vom Tisch. Das sind die einfachen Sätze. Wenn du die nicht akzeptierst, geht's dahin. Das heißt, ich verspreche dir jetzt, ich verspreche mich nicht, sondern das sind auch zwei Seiten. Was meine ich mit Versprechen? Wenn ich ein Versprechen gebe, dann halte ich das. Jetzt denk wieder an die Versprechen deiner Politiker vor der Wahl. Ich sage, wenn ich mich verspreche, dann stelle ich das richtig. Das ist die andere Seite. Das sind nur zwei Seiten von unendlich vielen Seiten, wo ich sage, bevor du nicht mindestens die ersten 8 bzw. 16 Seiten bei jedem einzelnen Phänomen, das in dir auftaucht, durchschaut hast, hast du mein Dassenbeispiel nicht verstanden. Da geht es das mal, ist der Henkel rechts, ist der Henkel links, stimmt die rechte Partei, die rechten Politiker oder die linken Politiker? Die Frage stellt sich für den, der sich das anschaut, nicht. Das trennt jetzt die Spreu vom Weizen. Mit Holo-Feeling hast du die Chance, in einen vollkommen neuen geistigen Bereich aufzusteigen. Wenn du nicht willst, lass ich dich hier. Es ist Game Over. Ich sage, es ist Endzeit. Was bedeutet das für dich? Ich drohe dir nicht, du bist mein liebendes Kind. Ich erfülle dir deine Wünsche. Das heißt, ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag und das, was du erlebst, ist ein einziges Nachtgesicht, ein Traum. Ich lasse dich jeden Morgen im Jetzt in einem Säugetierkörper wach werden. Das, was du bisher ich genannt hast, mit dem du dich verwechselst, wenn du an dich selbst denkst und du sagst, der Gedanke bin ich, diese Information bin ich und alle anderen Informationen bin ich nicht. Ich lasse dich in den Körper wach werden und dadurch lebst du tausende von Jahren immer denselben Tag in minimalen Variationen. Du wirst dich gut fühlen, du wirst dich schlecht fühlen, du wirst dich krank fühlen, gesund fühlen, hell, dunkel, einatmen, ausatmen. Du wirst ums Überleben kämpfen. Dann wieder nicht so ums Überleben kämpfen. Du wirst nach Geld gieren, weil da irgendwas in dir drin ist, das dir einredet, du brauchst diesen Gedanken Geld oder was du auch immer dir bei dem Wort Geld vorstellst, dass du weiterleben kannst in deinem Körper und hast du irgendein Wehwehchen oder was, wirst du zu deiner Schulmediziner rennen und wirst alles dran setzen, dass in dieses Gefängnis, in das du dich selber einsperrst, dass du meinen Körper nennst, ohne diesen Körper gibt's mich ja nicht. Was ist das für eine geistlose Aussage? Du bist hundertprozentig sicher auch dann, da, rot gelesen. Wenn du nicht an deinen Körper denkst. Egal an was du denkst, egal was du auf deine VR-Brille holst, egal wo du hinschaust, es ändert an dir nichts. Nicht das Geringste. Es war noch nie anders und es wird bis in alle Ewigkeit nicht anders sein und du bist ein ewiger Geist und darum sage ich, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du die nächste höhere Ebene erreichst. Jetzt ist natürlich immer das Oben und das Unten, kann man immer austauschen. Ich erkläre das in vielen Facetten und ich merke dann wieder selbst, wenn dann welche Schulungen halten, was hat der Meister damit gemeint? Die denken gar nicht so kompliziert. Mir fällt das Umdrehen in jedem Bereich, du hast es so schön in allen Religionen, ich rede jetzt nicht nur von Christentum, ich reduziere das auf diese Grundlage und wir bleiben jetzt im Christlichen, dass ich nicht so weit aushole, weil das wiederhole ich ja immer und immer wieder. Und du hast es nicht installiert. Es mag dir logisch erscheinen, wenn das installiert wäre, wenn es eine Gewissheit für dich geworden wäre, was ich dir sage. Was übrigens ein leichtes ist, weil es ist hundertprozentig sicher, was ich jetzt gesagt habe. Genau. Wenn du dieses Video jetzt auf der Brösel-Ebene als Brösel unter Brösel mit irgendjemandem anhörst und der sagt permanent, was ist das für ein Blödsinn, merkst du, das ist eine vollkommen tote, geistlose KI. Der ist nicht in der Lage, deutsche Worte zu verstehen. Die ganzen Rechthabereien.
Und dann fallen die ganzen Antagonisten in deinem Traum weg, die werden sowieso nicht überleben. Keiner. Nicht einmal der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Und jetzt schauen wir uns mal so eine Vorlesung an. Ich übertrage mal dazu den Bildschirm mit Ton. Und zwar geht es hier um die große Frage, woher kam Gott? Oh, jetzt muss ich, kleinen Moment, jetzt weiß ich nicht. Ich war immer vergesslicher als alter Mann. Doch, ich habe es richtig gemacht, dass ich den mit so. Man verzeih mir meine Unachtsamkeit, aber jetzt könnte ich wieder lächeln und sagen, kann ich was dafür, wenn du mich so unvollkommen ausdenkst? Ja. So, den machen wir jetzt gleich einmal groß. Und da schauen wir da kurz rein. I am confused. Being philosophically consistent and being a very honest person, I'm sure you can tell me where God came from. And in addition, das hören wir uns, das ist dem Vorspanner, sparen wir uns die Fragen, die der stellt, sondern wir fahren jetzt gleich einmal vor, bis er die Antworten kriegt. Und das wird jetzt natürlich sehr, sehr interessant, weil da zeige ich dir, das stimmt und stimmt nicht, aber das ist ein sehr guter Ansatz für Holofeeling. Ich lasse es einmal laufen. Part of the format for the debate. So which I want you to fill in the story of the rest of the beginning of the universe. Es geht um das Anfang des Universums. Das ist schon mal, wenn ich weiß, was Universum heißt. Uni ist das eine und Universum hast wirklich übersetzt das in eins gekehrte. Schau das kleine Bild an, das sind die Welt an der Gedankenwellen. Das Uni, rot gelesen in der Vordersprache, ist ein Verbundensein der Gott. Und dann haben wir bistabil aufgespannt. Du denkst dir jetzt einfach, das Ding, wenn wir dieses V, wenn wir auf die Spitze stellen, gibt es nach rechts oder links, das bistabil hat, das hat zwei stabile Zustände. Und das ist eine erweckte Sums, ein in eins gekehrtes. Das gehört dann wieder zurück. Das Summa Sum, in Summa Summarum, das Summa Summarum ist das Uni. God, spiritual matter, impact on material matter. Spirituelle Materie, das sind lauter so esoterische oder sonst welche Sachen. Es gibt keine spirituelle Materie, wenn ich geistige Materie. Materie ist eine Information. Jede sinnlich wahrgenommene Information von dir ist genauso eine Information. Egal an was du denkst, du hast es immer mit deinen eigenen Informationen zu tun. Und jetzt, wenn ich ein bisschen Grundlagenwissen habe, heißt Information, hast du meine Form in mir? Tausendmal erkläre ich das. Jetzt, wenn wir aber über die Sprachen gehen, ist in auch im Lateinischen nicht nur innen, sondern auch eine Verneinung. Das heißt, in mir ist eine Form, die eigentlich gar keine Form ist. Denk wieder an der Wellenberg und das Wellental. Es ist eine Spiegelung. Ich sage mal, der Wellenberg ist jetzt ausgedachter Wasser, ein Wasserberg. Und das Wellental, Teal, eine Erscheinung in Gott, ist ein Nichts. Jetzt denk an die Erdkugel und dann denkst an den Tischtennisball. Das sind erst einmal zwei materielle Gedanken, die du denkst. Aber was ist jetzt eigentlich da? Ist in deinem Kopf, in deinem roten B, Rashid, ist in deinem Kopf die Erdkugel größer wie der Tischtennisball oder das Photon? Oder das Wasserstoffatom? Es sind nur Worte, die Vorstellungen in dir aufbauen und du bestimmst mit deinem Intellekt, ob das größer oder klein ist. Aber wie ist es jetzt? Jetzt in dem Moment, wenn du es denkst, sind nur die Worte da. Da gibt es so viele Sachen, die du dir vorstellst, die du dir eigentlich nur gedanklich vorstellen kannst, vor dich hinstellen kannst, weil sie nicht sichtbar, empirisch nicht wahrnehmbar sind. Sie befinden sich nicht, ich drücke es anders aus, es gibt keine Möglichkeit, die auf der Verabrede als Ding an sich in Erscheinung treten zu lassen. Alles, was die Wissenschaft dir vom Mikro- oder Makrokosmos erzählt, sind reine logische Konstrukte, die auch noch nie irgendeiner gesehen hat. Diesbezüglich kannst du das also auch nicht entdecken. Was sichtbar zu machen ist, ist alles im sogenannten Mesokosmos, in dem mittleren Bereich, was du empirisch wahrnehmen kannst. Aber deine empirischen Wahrnehmungen sind genauso Informationen, bloß du hast die Möglichkeit, es zu realisieren in deinem Traum, als sinnlich wahrgenommene Informationen in dir aufzubauen. Und dann stellst du das, was du zuerst einmal nur gedanklich konstruierst, auf deine VR-Brille. Dann ist es trotzdem nicht da außen. Das ist einmal ein Grundprinzip und ich weise immer wieder darauf hin, ich bin jetzt gezwungen, dir Sachen zu erklären, die man in deinem logischen Verständnis gar nicht erklären kann. Versuche mal für Computer, die ein rudimentäres Wissen jetzt in sich tragen über Computertechnik, versuch doch einmal mit einem
Basic-Programm oder einen DOS-Programm, eine HD-Videoaufnahme, eine Blu-ray abzuspielen. Es geht nicht, das kann dieses Betriebssystem nicht. Du brauchst höherwertige Betriebssystem, um das abspielen zu können. Und genauso Holofeeling ist es summa summarum aller möglichen Denksysteme in eins gedacht, weil es das absolute Betriebssystem ist. Okay. So, two questions. All right. Go ahead. All right, your question, where did God come from, assumes that you're thinking of the wrong, obviously it displays that you're thinking of the wrong God. Also ganz interessant, die Frage, woher kam Gott? Das ist schon wieder Gott, ein ausgedachter Gott ist ein Geschöpf, das von irgendjemand erschaffen wird, weil der wird ja jetzt ausgedacht. Da muss ja einer da sein, der sich an Gott ausdenkt. Das bist du. Das sind wir. Du denkst jetzt an Gott aus. Aber an was denkst du, wenn du an Gott denkst? Das, was man dir in Elternhaus und Schule erzählt hat. Es ist nicht deine Meinung. Darum sage ich, es ist letztes Selbstgespräch, weise ich darauf hin, dass wenn ich jetzt mir Christen ausdenke, die denke ich mir jetzt aus, nochmal, ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht zu niemandem, den ich in mir erschien, Affe. Das sind Affen, bei eigener Definition. Die Christen genauso wie die Buddhisten oder die Hindus, die gehen alle von chronologischen Denken aus und verwechseln sich mit Säugetieren. Ich unterhalte mich aber mit einem Geist von meinem Geist. Mach dir kein Bild von dir selbst, wenn du Geist bist, weil egal an was du denkst, wenn du an dich denkst, das bist nicht du. Das ist ein Gedanke von dir, den du in dir erschaffst. Auch jetzt dein Körper, wenn du an deinen Körper denkst. Schnipp, jetzt denk an deine beiden Beine, an deinen Körper und wackel mit den Zehen. Tausendmal sage ich das, wo waren die ganze Zeit? Wenn du was nicht denkst, existiert es nicht. Das ist zwar da, es ist wie auf einer Datei, wenn der Film läuft. Es ist ein Unterschied, ob wir jetzt rein von diesem Kollektivreden im Hintergrund, wo alles gleichzeitig ist, ohne Raum und Zeit, oder ob es in dich reinspringt, in deinen Wahrnehmungsbereich. Auf dem Bildschirm sage ich immer in der Computermetapher. Jetzt pass auf, wie es weitergeht. Also nochmal, das Augenscheinliche, das führe ich jetzt an AGN. Das sind die Schöpfungen von Gehirnexistenzen, wenn wir das blau lesen. Und das heißt Becken. Das sind deine Gesichts-, in der Tetraederstruktur, die Ecken, wo du reinschaust. Jetzt rein symbolisch. Das heißt also, woher kam Gott, ist augenscheinlich über den falschen Gott nachzudenken. Ein Falsch-Faller, lateinisch die Falle. Wenn du jetzt dir Christen ausdenkst, ein Video anschaust, dann sind Pixelmännchen, jetzt denkst du natürlich, die sind da außen, die breiten die Arme aus, verdrehen die Augen und schauen in den Himmel hoch. Und beten zu dem Gott. Wenn das jetzt bewusste Geister sind, denken die sich an den Gott, an den Himmel hoch. Das heißt, sie beten dann Gedanken von sich an, weil der nämlich nur ihre Information ist. Du solltest den anbeten, wo die Informationen herkommen. Das ist Gott. Das heißt übrigens, B heißt in mir und BL heißt in mir ist in Gott. Und wir, ICHJ, wir öffnen jetzt weder durch Raum, das ist jetzt ganz Wort, heißt wir öffnen. WE Quadrat ist eine geöffnete Berechnung. Da haben wir DUR, DR ist DUR, das heißt eine Generation einer Kollektion. Wird weder durch Zeit, Raum oder Materie beeinträchtigt. Gott ist der, der sich's ausdenkt. Du bist der Gott für die Welt, die du dir ausdenkst. Du bist ein träumender Geist und egal was du träumst, das beeinträchtigt dich nicht. Es ändert nicht das Geringste an dir selbst. Die 200 Gramm rote Gnede, dieses E-Quadrat, das sich ständig umformt. Energie wird ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt, ohne dass sich an der Energie selbst in der Form irgendwas verändert. Wenn ihn ein Gedanke beeinträchtigen könnte, dann wäre er nicht Gott. Bist du schon Gott? Du bist es, du hast es bloß vergessen. Zumindest für deinen momentanen Traum. Du bist der Gott für eine von unendlich vielen Welten. Die Welt, die du träumst, ist exakt, exakt, ein herausgetretener Akt, genauso wie sie von dir ausgedacht wird. Du erschaffst in dir hier und jetzt eine Vergangenheit, wenn du die jetzt denkst. Du erschaffst in dir hier und jetzt deine eigene Zukunft. Ich wiederhole nochmal, solange du dich mit einem Gedanken von dir verwechselst, mit einem Enosch, einem sterblichen Säugetier, wirst du bis in alle Ewigkeit ums Überleben kämpfen. Und dieser Körper, mit dem du dich verwechselst, ist eigentlich das Gefängnis, wo du geistig selbst einsperrst. Jetzt wirst du den Wahnsinn der Schulmedizin, irgendwann einmal wird es in dir hochkommen. Es gibt nichts Geistloseres,
wie sich mit einem Körper zu verwecken, den man möglichst lang am Leben erhalten will, du hältst dich dann in dieser geistigen Reife-Bewusstseinsstufe fest. Ich sage jetzt nochmal, du Mensch veränderst während dieses Lebens, immer im Hier und Jetzt, dich vom Säugling bis zum Greis, ohne dass sich an dem, der das erlebt, irgendwas verändert. Das ist hundertprozentig sicher. Zeit, Raum und Materie bezeichnen wir als sogenanntes Kontinuum. Dieses Kontinuum auf Lateinisch heißt ein lückenloser Zusammenhang, ein zusammengeschmissenes in sich. Ich will jetzt diese lateinischen Wörter, ihr wisst, in den vorhergehenden Selbstgesprächen, und ihr meine ich jetzt eigentlich nur dich. Und wenn ich sage ihr, meine ich immer denselben Geist, bloß in einer anderen Personifizierung. Das ist dieses Spiel JCH, ich stehe vor dem Bücherregal und vor mir sind unendlich viele Leben ausgebreitet. Jedes Buch symbolisiert ein Leben. Und sobald ich ein Buch in die Hand nehme und zum Lesen anfange, dann bin ich zum Beispiel jetzt der, der jetzt vom Computer sitzt und sich dieses Video anhört. Jetzt kann ich mir aber viele ausdenken, die sich wie das Video anhören, und jeder wird auf die Worte anders reagieren, wird die anders interpretieren. Das ist diese Vielfalt der Perspektiven. Wenn du wach wirst, bist du immer derselbe Geist. Da sage ich dann wieder, das ist die Symbolik, das ist wie wenn du bewusst auf eine Bühne gehst, als Schauspieler und eine Rolle spielst. Gleichgültig, ob du den Mann oder die Frau spielst. Der Geist ist was anderes wie die Rolle, wie die Hülle, wo du dich einhüllst. Das heißt, in diesem Kontinuum und all diese müssen zum exakt gleichen Zeitpunkt entstehen. Dieser exakt gleiche Zeitpunkt ist hier und jetzt. Space and matter is what we call a continuum. All of them have to come into existence at the same instant. Because if there were matter but no space, where would you put it? Jetzt ist es ganz interessant, jetzt kommst du nämlich zur Trinität. Die Trinität ist extrem vielfältig. Ob mir das sagen, Heiliger Geist, Gott Vater, Gott Sohn im Christentum, ob mir das Vishnu, Brahma und Shiva in dieser Reihenfolge, der Vishnu, der Erhalter, die große Eins, das Uni, Brahma ist der Schöpfer, im Hebräischen nennt man das Yotzer, und Shiva, die ständige Zerstörung, ist die Welt der Gedankenwellen. Ob wir das so nennen oder du gehst zu den Aborigines, du wirst in allen Religionen, wirst du diese Trinität finden, und in der Welt, in der einzigen Weltreligion, die in deiner Traumwelt zurzeit herrscht, das ist die Welt des Materialismus, der Geistlosigkeit des Atheismus, der Rechthaberei. Egal welche Religion du anhörst, du wirst das einmal feststellen, gleichgültig, ob du dich Moslem mit Unterform, Christ mit Unterform, Buddhist mit Unterform und so weiter nennst. Du bist felsenfest davon überzeugt, dass du ein sterbliches Säugetier bist, dass du in der Vergangenheit von deinen Eltern geboren, von deiner Mutter geboren wurdest und dass unabhängig von dir da außen eine Welt ist, auch wenn du die nicht denkst und dass die vorher schon da war. Und das ist Materialismus. Und in der Welt der Materialismus ist diese Trinität die Materie, der Raum und die Zeit. Das ist übrigens, erkläre ich hier sehr schön und dann doch wieder fehlerhaft. Wenn dort Materie und Raum wären, aber keine Zeit, wann würden Sie dieses platzieren? Ganz interessant, Bella, das Wunder. If there were matter and space but no time, when would you put it? You cannot have time, space or matter independently. They have to come into existence simultaneously. The Bible answers that in 10 words. In the beginning, im Anfang, Bereshit, inmitten dieses Kopfes. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, ich habe das tausendfach gezeigt, ich schalte es extra mal hier, lass uns mal das nochmal im Original anschauen. Das ist natürlich, jetzt geht es viel weiter, das Forschungsprogramm ist ein Computerprogramm. Dass dieses klassische Bereshit, wenn wir uns das jetzt anschauen, das erste Wort im Klassischen, das was hier steht, ist klassische jüdische Übersetzung, das heißt im Anfang, in der Anfang, der Erstling, der Beste, die Erstlingsfrucht. Jetzt kann man, die sind ja im Original zusammengeschoben, in Insider, die mittlerweile schon innen leben, ich sage mal, die 100 Affen vor Holofeeling wissen das, aber das kann man jetzt in Einzelteile zerlegen. Da ist zuerst einmal hier, ich mache mal was Bos, B als Vorsilbe heißt innen. Der wird übrigens größer geschrieben. Wenn du hier über meinen Kopf schaust, müsstest du das eigentlich sehen, da ist ein größeres B und dann kommt als nächstes das Rosh, Rasch, Resch, das Aleph, da hast du jetzt schon die Spiegelung. Wenn wir das jetzt übersetzen, dann hast du hier den Kopf, den Führer, den Anfang. Das hast im Kopf, das hast auch ganz komplett übersetzt, korrekt übersetzt, die ersten zwei Buchstaben im Kopf. Ja. Im Kopf, im Armführer. Ist auch in der Ecke.
Das ist original, ich kann immer nur darauf hin sagen, Itzhak Luria Akademie, all die Hebräisierungen. Jetzt können wir aber noch was anders machen, das ist nämlich auch das äußere Feuer. Bar hast nämlich auch unter anderem das Äußere, es ist aber auch die Totengrube und Asch ist das Feuer. Ja. Du lebst in Sodom und Gomorra und es wird verbrennen, wie es in der Bibel prophezeit ist. Aber das lasse ich dir bestimmen. Willst du weiter als Trockenmausenaffe und als sterbliches Säugetier und das sterbliche Säugetier ums Überleben kämpfen bis in alle Ewigkeit? Oder erinnerst du dich jetzt eines Besseren, nämlich an dich selbst? Du bist was anderes wie ein Gedanke, den du denkst. Ja. Darum sage ich immer wieder B, Roshit. Jetzt Rosh ist übrigens auch das Ross. Das ist nämlich, wenn ich das Ross mit Doppel schreibe, das können wir dann kurz darauf eingehen, B, Roshit. Das ist inmitten dieses Kopfes ist ein Geschenk der Erscheinung und Shit. Das heißt, etwas stellen, hinsetzen, auflegen, einsetzen, aufstellen, anordnen. Inmitten dieses Kopfes wird etwas aufgebaut, etwas hingestellt. Aber ich will da nicht so arg nur zeigen, das ist der Anfang, ist der Beginn von Zeit. Und die Zeit selber, es ist die Ewigkeit. Es ist alles, was ich aufbaue, entsteht jetzt. Im Anfang ist die Zeit. Das hebräische Wort für Zeit ist schlichtweg, da gibt es vier verschiedene Wörter, ist zuerst einmal Ed. Mhm. Das ist schlichtweg einfach eine Zeit, das ist jetzt. Ja. Interessant, das ist auch nun in der Mitte Existenz und Existenz. Das ist der Wellenberg und das Wellendor, die kommen nicht nacheinander. Zur Zeit, die Geburt einer aufgespannten Berechnung, heißt zu Form werden, das ist zu Form gewordene Zeit und das passiert in einem Zeitpunkt. Wir haben dann übrigens noch andere Wörter für Zeit, zum Beispiel Samen. Der Samen ist ganz interessant. Das ist nämlich auch ein Vorladen, ein Zusammenbringen, ein Einberufen, Vorladen und Einberufen. Das ist eine festgesetzte Zeit. Das wird hier sehr schön erklärt, Zufälle gibt es da überhaupt keine. Pyramidenwerte, Quintessenz in der Mitte 1 plus 1 minus 1. Die Geburt einer Selektion, der äußere Wert. Totaler Wert, die rote 4, das geschlossene in der Mitte und zwei Selektionen, Plus und Minus, rechts, links. Insider wissen jetzt, was ich meine. Okay, das ist der Anfang, ist die Zeit, das ist das ewige Hier und Jetzt. Time. God created the heaven. Schuf. Ganz interessant, logisch aufgespannte Facette. Ich kann aber das rot machen, dann ist der Logos von UP, von Gott. Ja. Den Himmel. Der ausgedachte Himmel ist der Raum. Diese ganzen Planeten, diese Irrläufer, plane nicht, sage ich immer, die Planeten sind Irrläufer. Die laufen, das Siderische läuft nicht um dich herum. Es ist inwendig in dir, wenn du dir das um dich herum ausdenkst, es ist trotzdem in dir drin. Wo ist jetzt das heliozentrische Weltbild mit der Sonne und den Planeten? Merkur, Venus, Erde mit dem Mond drumherum und so weiter und so weiter. Wo ist das jetzt? Das sind Worte und du machst hier und jetzt Gedanken. Die sind jetzt in dir drin und du denkst dir die aus. Die sind nicht da außen. Zweites Gebot halten. Mach dir kein Bild von irgendwas da droben am Himmel. Wo sind deine Christen? Wo sind deine Juden? Was wissen die von ihren Geboten? Verstehen die kein Deutsch? Verstehen die kein Hebräisch? Wir müssen das einmal relativieren. Können Gedanken, die du jetzt denkst, überhaupt was verstehen? Was sind jetzt Christen? Das ist das Wort Christen, die Menschheit. Es sind Worte und du machst jetzt in deinem Kopf eine Vorstellung. Das ist hundertprozentig sicher. Du bist ein träumender Geist. Aber das sind praktisch Gedanken von dir. Geschöpfe. Du bist ich. Es sind Geschöpfe, die du hier und jetzt in dir, aus dir, aus dem tiefsten Innern, das ist Gott, herausschöpfst. Und in dir eine Information zu einer, wenn du bewusst bist, zu einer bewussten Vorstellung machst, so erschaffst du in dir Welt. Eine Traumwelt. Aber jetzt, wenn ich weiß, dass die ganzen Menschen, die ich denke, bloß Gedanken von mir sind, kann ein Gedanke von mir anders sein, wie ich ihn denke? Wenn ich jetzt diesen Gedanken Menschen nenne, kann in den Köpfen was anders drin sein, wie ich mir reindenke in diese Köpfe? Es ist alles exakt. Genau, exakt, ein herausgetretener Akt, genauso Akte, eben jetzt, hier und jetzt. Kurzform Ak, tausendfach drauf eingegangen. Kann man auch Eck lesen. Aleph kann alle Vokale annehmen.
eben jetzt, nur bloß genau gewiss doch eben, in meinem Bewusstsein erscheint immer nur das Hebräische, sein flackerndes Licht, das, was gewiss eben nur jetzt als ausgedachte Erscheinung gerade da ist. Das ist eine geöffnete Schöpfung und ein geöffneter Augenblick. Je nachdem, ob man das A als 1 oder 70 schreiben. Das sind die zwei hier. Das sind die zwei lautlosen Zeichen. Die können nämlich alle Vokale annehmen. Genau erklärt. Lass uns weitermachen. Die Materie, müssen wir jetzt ins Griechische gehen, Mater, Maters, Matrix, Gebärmutter. Time, space, matter created a trinity of trinities there. Just, you know, time is past, present. Zeit hat Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das stimmt nicht, das gibt bloß jetzt. Ich kann mir jetzt etwas denken, wo ich sage, das ist jetzt da. Ich kann mir jetzt eine Vergangenheit denken, wo ich, wenn ich unbewusst glaube, das war schon in der Vergangenheit, bevor ich das jetzt gedacht habe. Das stimmt aber nicht. Es ist jegliche Art von Vergangenheit, die ich mir ausdenke, ist jetzt. Und jegliche Art von Zukunft denke ich mir jetzt. Das ist ein hundertprozentig sicheres Faktum. Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Lateinisch. Das heißt, es ist hundertprozentig sicher, das Faktum besteht darin, dass ich mir jetzt eine Vergangenheit denke. Aber es besteht nicht darin, dass das, was ich jetzt denke, schon in der Vergangenheit war, bevor ich das jetzt denke. Das hat mit 100% Sicherheit überhaupt nichts zu tun. Auch das ist auf Hunderten von Selbstgesprächen drauf. Hast du es verstanden? Jetzt müsste ich dich zuerst einmal fragen, hast du Geist überhaupt schon einmal Selbstgespräche angehört? Das hängt jetzt davon ab, wer du zu sein glaubst. Es hängt von deinem Intellekt ab. Ich kann mir jetzt welche denken, die haben noch nie ein Selbstgespräch gehört. Ich rede jetzt wohlgemerkt von Geistern, abhängig vom Programm. Das bestimmt ja, wer du zu sein glaubst. Dann der Raum hat Länge, Breite und Höhe. Das ist ganz interessant, wenn wir uns das anschauen. Da haben wir nämlich zuerst einmal genau genommen, ist es die Breite. B-Rei heißt, im Spiegel sind gespiegelte Erscheinungen. Das ist unser Spiegeltunnel oder unsere Tetraederstruktur. Und das ist immer nur zuerst einmal H, Ö, H sind H, W, H. Das ist J, H, W, H. Ja. Und das ist zuerst einmal die Radix. HWH ist deine Gegenwart, das ist das hebräische Wort. Das sind zwei Wahrnehmungen, die aufgespannt werden. Ich nenne das einfach mal Wellenberg und Wellendal. Wir schauen uns das hier mal an. Das heißt also eine Wahrnehmung, aufgespannt und eine andere. Wir nennen das obere Plus und das untere Minus. Oder Wellenberg und Wellendal. Oder hell oder dunkel, oder gesund oder krank. Und jetzt ist es interessant, das ist erst einmal das, was du besitzt. Das sind zwei Stück und das ist deine Gegenwart. Das ist deine Gegenwart. Das ist eine Gedankenwelle. Das Ganze ist auch im Hebräischen das Kapital, das heißt auf Lateinisch ein todbringendes Verbrechen. Ich kann das nicht oft genug sagen. Wenn du meinst, Kapital erhält dich am Leben. Kommt von kaputt. Kaputt ist dein Kopf. Das Kapitalverbrechen ist ein Todesverbrechen. Du gehörst zu diesen Wahnsinnigen von Sodom und Gomorra, die glauben, Kapital erhält sie am Leben. Das ist Kapital über alles. Das ist es, du und das Kapital handelt, es macht ein ständiges, eine Mordtat begehen, ein Selbstmord, ein absoluter Selbstmord. Darum ist Kapital ist den Kopf, das Leben betreffend. Jetzt ist es dieses kaputt. Ist ja ganz interessant. Wann geht dein Haupt, dein Kopf kaputt? In dem Moment, der eine Mensch, der rote Mensch, der Adam, geht dann kaputt, wenn er zum Denken anfängt. Dann werden nämlich in dir Gedankenwellen wach. Das ist aber nichts Negatives. Wenn du schon wieder in positiv und negativ denkst, hast du mich nicht verstanden. Es ist als besondere Verbindung ein Spiel. Jetzt können wir in das Holo-Feeling reinfallen mit Kopf oder Zahl. Ja. Was hier außer Acht gelassen wird, ist die Schmalseite. Die Schmalseite ist natürlich ganz interessant, wenn ich jetzt weiß, was dieses Scham, das ist jetzt Shin-Mem, ist das da mal ein Hauptwort? Die Quintessenz ist UB. Und ein gespiegelter Wort, W-Ort ist ein doppelt aufgespannter Ort. Schau das kleine Bild an. Ja. Okay?
dann ist unseren Ruf, haben wir schon gehabt, das ist unser Buch vom letzten Selbstgespräch, rückwärts gelesen, immer F ist auch P. Genau. Abschätzen. Dahin. Dort. Es ist definitiv im klassischen Hebräisch ist Scham als Schem ausgesprochen, der Name, und als Scham ausgesprochen heißt es dort, ein geöffneter Ort. Und Scham all. All ist Gott. Das heißt der Name Gottes. Auch dort ist Gott ein geöffneter Ort. Das ist eigentlich hier so dieses Spiel. Wort, dort und Name. Wisse im Himmel. Das hebräische Wort Himmel ist Shamaim. Dort werden alle Aspekte als gut angesehen. Im Himmel gilt der Geist und sein Kind. Ja. Das Gesetz, das göttliche Gesetz. Echad, aber eins ist die Liebe. Die allumfassende Liebe ist eins. Und das führe ich dann immer wieder, das ist unsere 13. Das heißt dazu, wir haben hier schon Länge, Breite, Höhe, das ist im Spiegel, ist ein HWH. Und jetzt kommt das, was man Länge nennt, kann man auch Tiefe nennen. Das ist dieses Auseinandergeschmissene, was nach drei Drehungen übrigens immer genau sich in einem einzigen Zentrum abspielt. Und die Materie, das ist der Raum, und die Materie fest, flüssig, unsere drei Aggregatzustände. Denk an den Eiswürfelfisch. Ja. Materie kann Gas sein, H2O. Jetzt ausgedacht, das sind nur Symbole. Es kann fest sein oder flüssig sein. Das ist flüssig und fest. Zur Formwerdung. Genau. Flüssig oder dann H2O mit Lichtgeschwindigkeit ständig in dir wechselt. Jetzt hast du auch eine Trinität. Das ewige Jetzt, die Ausdehnung von Länge, Breite und Höhe und die Materie. Aber wie groß ist jetzt wieder die Erdkugel in dir selbst? Du arbeitest mit Vorstellungen, mit ausgedachten räumlichen Zeitfenstern und zeitlichen Zeitfenstern. 1000 Jahre, schau das kleine Bild an. Eine Sekunde, Ewigkeit. Es ist immer nur das Wort da und eine Vorstellung. Erdkugel, Tischtennisball. In dir selbst ist es immer gleich groß. Es ist eine Vorstellung, die du vor dir aufspannst, ob du jetzt dir etwas 500 Jahre in die Vergangenheit oder in die Zukunft denkst oder 500 Kilometer woanders hin denkst. Du denkst es jetzt und es ist hier. Das ist hundertprozentig sicher. Und es ist, weil du es denkst. Das sind die roten Kategorie 3 Fragen. Warum ist das jetzt, weil ich es denke? Warum denke ich jetzt das? Weil mein Intellekt, mein Programm mir das vorschreibt, das ich zum Denken benutzt. Und wo ist das? Hier. Und wann denke ich das? Jetzt. Cut. Present future. Space has length, width, height. Matter has solid, liquid, gas. You have a trinity of trinities created instantaneously. And the God. Sie haben eine Dreieinigkeit aus drei Einigkeiten. Wie oft erwähne ich dreimal drei Wachstumsstufen? Ja. Yeah. Das ist eine hochinteressante Sache. Das führt uns nämlich 3 mal 3, 3 hoch 2 ist 9. 3 hoch 3 ist 27. 3 hoch 4 ist 81. 1 durch 81, die geheimnisvolle Zahl 0,01234567891011121314. Infinitus. Und du wirst dann merken, dass das Unendliche und das Nichts eigentlich dasselbe ist. Dasselbe, rot gelesen. Du bist all deine Gedanken, aber kein Gedanke davon. Ja. Okay, instantan erschaffen. Und jener Gott, der dies erschuf, muss selbst außerhalb von dir sein. Das ist der große Fehler. Ja. Gott ist nicht außerhalb von Raum und Zeit, sondern er ist das absolute Zentrum, aus dem alles entspringt. Es ist dieses Nichts, dieses Vakuum mit seinen Vakuumfluktuationen. Das ist jetzt der Fehler, den er macht. Er schaut schon wieder verdreht die Augen, schaut in den Himmel hoch. Ich bin das absolute Zentrum. Ich bin das Einzige, was wie ich dick ist. Wie ich dick. Da haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können dieses dick so schreiben, im Klassischen. Das hebräische Wort gibt es nicht. Aber es ist sehr interessant. Das heißt, der immer absolut daseinende Gott ist Geist, bewusster Geist. Das ist jetzt rot-blau, wäre es eine Erscheinung deines Intellekts bzw. deines Gehirns, ist gleich der Verstand. Ja. Ein, wenn ich das immer so komisch schreibe, ein nicht existierender, immer seiender, daseiender. Geschlossene Schöpfung. Bewusstsein ist der Schöpfergott. Die Energie,
ist das Sein, das in sich alles einschließt. Mhm. Wir können das dick, verborgene Wert 86, 4,13. Mhm. Ich spreche immer 3,13 an, da gibt es eine vierte 13 auch noch. Und wir können das dick natürlich, das G, können wir hart sprechen, mit einem K. Und jetzt kriegst du das hebräische Wort, den mittelsten, den Mittelpunkt, den absoluten Mittelpunkt. Das ist Gott und ein träumendes Gotteskind. Ja. Der mit in den Spiegelste, der mit L-Punkt, so schreibe ich das immer. Wir können das mit natürlich mit einem Doppel-D schreiben. Dann kriegst du nämlich Doppel-D 400, 400, kriegst du die 800, das ist dann das Pi. Ja. Da mache ich oft das Pi-Zeichen rein, weil das sieht ja das Pi-Zeichen, das griechische Pi. Sieht er genau genommen aus? Ja, Doppel-T. Wie das Doppel-D. Genau. Stimmt oder stimmt? Ja, ja. Macht da gleich weiter. Das ist unser Doppel-D, das ist unser B-Zeichen. Und wir können das natürlich auch noch mit 2,9 schreiben, also die 2-T. Jetzt im Hebräischen, das ist ja auch ein T-Zeichen, das T. T-T. Ist 18, das bin ich. Ich. Und dieses Ich, das blaue Ich, ist Atbaschwert eine Affinität. Das haben wir im vorherigen Selbstgespräch, bin ich auf den Kopf eingegangen. Den Kopf. Wenn man das angeschaut hat, dann gehst du in das vorherige Selbstgespräch. Es beginnt eigentlich diese Affen unter Affen. Ja. Und die Affen unter Affen sind ja dieses Kopf. Also, das schreibt sich ja so, das ist der 19. Buchstabe. Das ist unser Thema. Der 19. Buchstabe, das heißt eine göttliche Spiegelung. Ja. Und wie weit das Denken geht, äußere Wert ist der Affe UB. Das spricht man jetzt auch UP aus, die 86. 80 ist P, das WAF kann man auch als U aussprechen. Ich will gleich zeigen, wie weit es noch geht. Da ist ein Lied im vorhergehenden Selbstgespräch. Und den Text hat hier, gehe ich nur ganz kurz drauf ein, da blende ich dieses Bild ein. Mhm. Halt, den habe ich jetzt nochmal verschrieben. So, mhm. Da blende ich dieses Bild ein. Ich gehe mal nochmal etwas genauer drauf ein. Ich sage, ich bin Sascha Mör, ich bin Jesus, ich bin alles Mögliche. Ich ist jetzt nicht der Lautsprecher und das Pixelmännchen oder der Gedanke, Udo Böttcher, den du jetzt denkst. Ich will dir zeigen, wer ich bin. Ich bin der, der deine Matrix geschrieben hat. Der schreibt auch ganz tolle Bücher. Also schauen wir uns den nochmal an. Da habe ich schon erklärt, der Eduard Mörike, und ich habe gesagt, das Datum ist wichtig, für der 6.1875, da habe ich im letzten Selbstgespräch gesagt, achte auf die 82. Ja. Jetzt rein ausgedachterweise, denken wir uns eine Vergangenheit, am 4.6., 1957 habe ich mich als Udo wieder in deine Traumwelt inkarniert. Solltest du schon so alt sein? Zumindest in deinem Traum inkarniert und wir denken uns die entsprechende Vergangenheit aus. Schau mal, das heißt, wir machen aus der 18, dem Ich, machen wir jetzt eine 19, den Affen. Der 19. Buchstabe. Ja. Machen wir ganz einfach den Affen und das heißt ja auch, 19 ist ja auch eine göttliche Spiegelung. Das heißt, wenn ich jetzt mal nur, wir können jetzt diese 19 zum Beispiel so schreiben, das ist eine intellektuelle Spiegelung, die Spiegelung deines Intellekts und wir können das natürlich auch spiegeln und dann habe ich jetzt das J als meine Spiegelraumillusion unserer Spiegelwelt, eine Hologrammspiegel. Müssen wir jetzt in die Physik reingehen. Was mir wichtig ist, du liest einfach jetzt eine göttliche Spiegelung, also spiegel mir die 75 und dann kriegst du die 57. Ja. Die göttliche Spiegelung von dem E-Dort passiert jetzt in der 1957. Das ist übrigens, Ed heißt Zeuge bis Ewigkeit. Ja. Ja. Mhm. Der Zeuge bis Ewigkeit, wenn wir das 70-4 eingeben, rot. Bis dauerhaft, die dauerhafte Ewigkeit in Ewigkeit. Der Thron der Ewigkeit, der auf dem Thron sitzt und die 24 um ihn herum. Ewig, immer fortwährend, in einem ständigen Verlauf. Ich komme und gehe, ich bin durch so viele Leben schon durchgegangen und Zeuge bis Ewigkeit etwas, weil das auch das hebräische Wort für bis ist. Bi, in mir ist Bewusstsein, wenn man das rot schreibt. Und das wird jetzt ganz interessant, weil das jetzt nämlich zu einer aufgespannten, ein Hinabsteigen ist, das ARD.
Das erste deutsche Fernsehen, können wir auch sagen. Das erste deutsche Fernsehen, ich rede jetzt nicht von den öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Deutsch. Wir sehen bewusst in die Ferne und wissen, was wir uns irgendwo räumlich oder zeitlich hindenken, ist hier und jetzt. Und dieses RD ist die Grundradix von hinabsteigen. Geh hinunter, geh hinab, steige hinab in die Traumwelt. Das ist dann über den Jordan gegangen sein. IRD ist die Grundradix gelesen, örtisch. Du wirst örtisch. Dann gehst du aus Israel, aus dem Roden, aus dem geistigen Israel heraus. Und du steigst hinab in die Traumwelt von irgendwelchen träumenden Figuren. Ja. Die 43. Das ist der große Zaubermeister, der Meister aller Meister. Und du stehst vor diesem ganzen von dir ausgedachten Meister. Es gibt keinen einzigen Menschen, den du dir ausdenken könntest, der mächtiger ist wie du selbst, weil du würdest in dem Moment in dem Wahn verfallen, in dem du zurzeit lebst, dass du glaubst, dein Gedanke, den du denkst, ist mächtiger wie du. Du bist auch mächtiger wie dieser ausgedachte Udo Petscher, weil du bestimmst, ob das ein Arsch ist, ein Spinner ist, der sich einbildet, Gott zu sein. Du bestimmst das, kein anderer. Okay, dieser Eduard Friedrich, das können wir jetzt ganz reinfahren, mir ist nur wichtig, dass du siehst, ich lache keine Zufälle zu, dass hier wieso dieses Ich plötzlich zu einem Affen wird, zu einer gespiegelten Existenz. Das, was ich nicht anspreche, ist der überwiegende Mehrheit. Und jetzt sage ich dieses Eva, da haben wir jetzt schon etwas aussprechen, ausdrücken, ein Erlebnis haben, du erlebst das, was du selber dir ausdenkst, das ist deine Eva, tausendfach erklärt. Das Chava im Hebräischen. Wiederhole das wie ein Klavierspieler. Wenn du gut werden willst, musst du die Phrasen immer wieder wiederholen, sonst wirst du kein absoluter Meister. Das ist die Eva, ist das Farm, das ist die Traumwelt. Der Adam ist der träumende Geist. Und alles, was du ausdrückst, aussagst, aussprichst, aus dir herausdrückst, ist das, was du erlebst. Du erlebst nur immer deine eigenen Informationen. Es ist doch ein ganz klares, hundertprozentig sicheres, reines Deutsch. Ja. Geistlos nachgeäfftes Geschwätz von Vergangenheit und anderen Menschen und Kriegen und Katastrophen. Von der großen Spaltung, der Einzige, der sich in sich selber stallt, der sich selber kaputt macht in seinen eigenen Kaputt. Das ist der Kapitalismus, das ist das todbringende Verbrechen. Das ist natürlich jetzt nur negativ, es hat natürlich eine positive Seite, darum erlebst du was. Das Meer, dieser Wasserspiegel, dieser Rai, dieser Kopf des Schöpfergottes, Rai, rot gelesen, was ja Spiegel hast, erlebt nur sein eigenes Schauspiel in ständig wechselnden Gedankenwellen. Ja. Die aber den, der immer ist, überhaupt nichts anhaben können. Das heißt, du musst dich nur wieder erinnern, wer du bist. Und das ist dann hier bis zu seiner Pensionierung ein Brotberuf. Die Rot heißt im Adam. Der Adam ist der Rote, der erste Mensch. Es gibt keine Mehrzahl vom Adam. Wir können uns das ja anschauen. Schauen wir mal, was hier passiert. Jüdische Übersetzung. 26. Ich erkläre immer wieder, Adam und Jahwe ist dasselbe. JHWH ist Gott und seine Gedanken. HWH seine Gedanken werden. Und der Adam ist der Mann und die Frau, der Denker und das Ausgedachte. Und jetzt ist es hier, um Gott sprach. Lasst uns Menschen machen, absolut verkehrt übersetzt, und es sprach, El Hayom, Gott das Meer. Ja. 86, das ist okay. Ja. Wir, hochinteressant, N, wir machen Adam. Dieses wir wollen, machen, tun, schaffen, wir, das N nun, Vorsilbe, Imperfekt, wir erschaffen. Tun, machen, hervorbringen. Wir denken uns einen Menschen aus. Interessant, Gott, das Meer, nennt sich wir. Übrigens, dasselbe findest du im Koran. In der arabischen Übersetzung, wenn es heißt Allah, Allah nennt sich immer wir. Aber wir sind eigentlich nur zwei. Das bin ich und du, rot gelesen. Das JCH und das ICH. Das ist der vom Bücherregal, der jetzt in eine Rolle hineinschlüpft und so ein Geistesfunk war, der eine Rolle spielt. Magst du das bewusst oder unbewusst? Darum beginnt die Offenbarungen
Das Jahwe beginne mit Ich bin du. Ja. Ich bin du, ich bin der Geist, der sich das jetzt ausdenkt. Also ich denke mir das jetzt vollkommen bewusst aus. Bist du schon ich oder glaubst du, dass du jetzt irgendeinem Fremden zuhörst? Es sind doch deine Gedanken, die von dir gedacht werden. Es sind zumindest jetzt deine Informationen. Wenn du alleine bist und ich bin du oder irgendwelche Bücher liest, dann schaust du nur deine eigenen Informationen an. Dann bist doch du derjenige, der das denkt. Mhm. Jetzt kommt immer durch das jetzt, durch die Irreführung ist immer, sobald du sinnlich wahrgenommene Informationen hast, gehst du in die Vergessenheit. Solange du was liest, kannst du dir bewusst machen, dass du die Gedanken, die du jetzt denkst, wirklich du denkst. Aber da ist schon beim Lesen, ist schon dieses Gefühl, das hat ja vorher ein anderer geschrieben. Musst du nur zum Beispiel hier die Offenbarungen studieren? Das ist, da wird es bis ins Detail beschrieben. Also hier den Adam, es gibt im Adam, es gibt keine Adam, es gibt keine Mehrzahl von Adam. Mehrzahl gibt es dann bloß von den Enos, die ins Spiel kommen, den Medim, den Toten, lass die Toten ihre Toten begraben. So viele Gedanken, das sind Antagonisten in deinem Traum. Das heißt, lasst uns Menschen machen in unserem Bilde nach unserem Gleichnis. Das ist jetzt hier, da wird nur ein einziger Adam, einen träumenden Geist. Lass uns einen träumenden Geist machen, damit wir was erleben können. Das ist das Spiel. Mhm. Und das ist das ganze Beruf, da wird es jetzt interessant, das BE-Quadrat ist nämlich ROB, wenn wir das rot machen, das F. Nochmal, das rote F steht für Finitus, für unendlich. Das heißt, der Kopf ist verbunden in der Unendlichkeit. Wir können ja den Ruf natürlich hier einen Beruf machen. Das ist eine Berufung. Mhm. Und jetzt springe ich mal in den Jakob Lorber. Und das Erste, was dir jetzt gleich auffällt, ohne jetzt genauer darauf einzugehen, wir können jedes Wort auffächern, da gibt es keine Zufälle. Das ist im Hintergrund eine Matrixstruktur mit Bündchen und Strichen wie in einem Computerprogramm. Dass das im Prinzip fast derselbe Ansatz ist, nur dass jetzt der Jakob Lorber 18, das bin ich in der Unendlichkeit. Mhm. Da steckt irgendwie schon hier das Ka-Ani mit drin. Wie ein Ani. Ja. Haar ab. Mhm. Der Vater. Wie ein Ani, der Vater. Ich will nur sagen, das ist jetzt der Schreibknecht Gottes. Das ist der Birotberuf. Das wirst du hier ganz selten überhaupt finden, dass hier komplett das Gleiche abläuft. Das ist eine sogenannte Privatoffenbarung, was wir jetzt machen. Das ist Pri, die Frucht vom Vater. Ist ein Kreisen von zwei Facetten. Ich nenne meine Bücher die Ohrenbarungen. Das sind Selbstgespräche. Lass mal das weiterlaufen hier. Ich wollte nur zeigen, das ist, ich lasse ja die überwiegende Mehrheit weg. Them has to be outside of them. If he's limited by time, he's not God. The guy who created this computer is not in the computer. He's not running around in there changing. Der Gott, der diesen Computer schuf, ist ja nicht in dem Computer. Das ist jetzt alles, da geht immer das Innen und das Außen. Er rennt ja nicht da drinnen herum und verändert die Ziffern, die auf den Bildschirmen erscheinen, okay? Nee, das stimmt übrigens, was er sagt, das magst du. Ja. Und du, der Computer, den du dir ausdenkst, das symbolisierst du dich, wenn ich immer sage, auch wenn du jetzt an deinen Shade L denkst. Du bist im Zentrum, du bist immer das Zentrum, egal wo du dir was räumlich oder zeitlich hindenkst. Ja. Dieses Bildschirm im Kind ist ein Schirm. The numbers on the screen, okay? The God who created this universe is outside of the universe. Das ist ja absoluter Blödsinn. Er ist nicht außerhalb. Das ist jetzt Dummheit, geistloses Geschwätz. Universum heißt in eins gekehrt. Und das absolute Nihilo, das Nichts, aus dem alles entspringt, das nicht denkbare Nichts, weil das Nichts, das man es ausdenkt, ist ja schon wieder Vorstellung. Ja. Tausendfach erwähnt, an was denkst du, wenn du an nichts denkst? Dann denkst du, dann sprichst du mit einer Geistesstimme das Wort Nichts. In dem Moment beginnt es nicht zum Existieren. Das Nichts ist eigentlich die Stille, aus dem dieses Geräusch nichts entspringt. Mhm. Und das ist das absolute Zentrum. Das In-Eins-Gekehrte, das ist einfach, du denkst jetzt, dass Gott das mehr als einen Punkt, das ist der Reihe, und aus dem entspringen Gedanken will. Du merkst jetzt schon, wenn man wieder genauer anschaut, auch in ihren etymologischen Sinne, wie viel Blödsinn da gequatscht wird. Von wem eigentlich? Ich. Von einem Lautsprecher? Können Menschen, die du träumst, was anders
sprechen, wie ich dir träumen lasse? Kannst du dir dein Denken raussuchen? Ich glaube, wir lassen das jetzt einmal. Hi Margot. Hi Margot. Hallo Schau, Margot. Die Pixelmännchen, wie sie sich freuen. Du kriegst nicht einmal mit. Meinst du, die Pixelmännchen kriegen jetzt das mit? Der Einzige, der das mitkriegt, bist du. Das ist hundertprozentig sicher. Du bist der Einzige, der das jetzt mitkriegt. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Und was du erlebst, hängt davon ab, wer du zu sein glaubst. Ja. Ja. Du musst es bewusst sein. Das Bewusstsein sein, Essain heißt, Bewusstsein ist nicht existierend. Ex ist dir. Was aus dir herausdenkt, ist zuerst einmal ein Tier. Sondern jetzt denk an dich selbst. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? An einen Trockenmausnapf, an ein sterbliches Säugetier. Das ist nicht beleidigend. Bist du schon in der Lage, vollkommen wertfrei zuzuhören? Beobachte, wie du reagierst bei gewissen Wörtern. Wie du dich angegriffen fühlst, wie plötzlich in dir Aufbegehren ist. Wenn ich zu dir sage, du bist mit einer momentanen Logik ein absoluter Vollpfosten, ein Hock. Auch wenn du vielleicht von Filmen, die du dir jetzt ausdenkst, bewundert wirst, weil du Professor bist, einen Nobelpreis bekommen hast, ein Chefarzt bist. Das ist nicht wert, dass es bewundert wird, glaub es mir. Das ist, du wirst am Punkt erreichen, wo du dich am liebsten jetzt als Affe vom Spiegel hinstellst, dein Spiegelbild anschaust, eine Affinität anschaust und dich am liebsten selber anspuckst, was bin ich für eine erbärmliche Kreatur. Wenn du den Punkt nicht erreichst, wirst du bis in alle Ewigkeit leiden als Geist. Ja. Eine maßlose Selbstüberschätzung des Egos. Ja. Das muss man überwinden. Stimmt. Und dann wirst du demütig werden. Ja, genau. Die Demut ist der Weg in die Freiheit. Genau. Du hörst auf, dein eigenes Gefängnis möglichst lang am Leben erhalten zu wollen, indem du dich einsperrst, mit dem du dich verwechselt hast. Wir machen hier kein religiöses Geschwätz, kein esoterisch geistlos nachgeäfftes Geschwätz von Kundalinis und aufgestiegenen Meistern und schon gar kein vollkommen geistloses, naturwissenschaftliches, materielles, weltliches Geschwätz. Wir reden von dem, was jetzt hundertprozentig sicher ist. Von Moment zu Moment. Jeder Moment taucht jetzt in dir auf und wird jetzt zerstört. Und schon das Denken, das kommt, ist eine gewisse Zeit da und vergeht wieder, ist eine große Falle. Mhm. Faller. Die Welt ist das, was der Fall ist. WELD, doppelt aufgespannter polarer Rand, Brandopfer auf Hebräisch. Ja. Und du bist der Schimpföpfer, Opfer. Der Schöpfer mit den zwei Bündchen, der jetzt diese Zweiheit über sich zuerst einmal für einen Moment opfern muss, dass du wieder in die Einheit kommst, in der du dich schon immer befunden hast. Du bist noch nie aus deinem persönlichen Mittelpunkt. Klingt jetzt blöd, wenn ich sage, die Persona ist ja die Maske. Der Mittelpunkt ist hinter der Maske, hinter dem Gesicht, die du vor dir trägst. Aber in der Maske steckt auch gespiegeltes Maskuline. Ja. Und das Feminine. Der Mann. Fem. Du kannst jetzt über die Sprachen springen und spielen ohne Ende. Und Holofeeling bringt das alles auf einen Punkt. Und dann wirst du feststellen, du bist das wie ich dickste in deiner Welt. Wieso? Weil es ohne dich deine Welt gar nicht geben würde. Gibt es einen Traum ohne einen träumenden Geist? Oh. Wer spaltet jetzt eigentlich die Welt? Die Menschen. Du. Du denkst dir viele Menschen aus mit vielen Sachen, was alles seinen Sinn hat. Aber muss man dabei streiten? Das Widerlichte. Das ist einseitige Rechthaberei. Das sind die kleingeistigen Idioten, die um politische, religiöse oder sonst welche Standpunkte streiten. Die haben das ein Beispiel. Da ist kein Geist, der die einfachsten Metaphern versteht, zum Beispiel das ein Beispiel. Mhm. Mhm. Und die Lüge in dir, die Lüge ist so unendlich groß, weil du permanent nicht dir bewusst machst, was jetzt da ist. Ich erzähle jetzt mal eine kleine Geschichte. Eine raumzeitliche aktuelle Geschichte und ich weise immer wieder darauf hin, wenn ich von aktuell rede. Aktuell ist jetzt. Aber das Jetzt kann man auch uns in die Vergangenheit denken. Das heißt, wann schaust du jetzt das Video an? Ja, jetzt. Aber jetzt schaust du schon das Datum unten an und dann sagst du, das wurde ja da in das Internet reingestellt. Es wurde nie irgendetwas in das Internet hineingestellt, sondern dieser Punkt, Gott, aus dem das Internet symbolisiert, Gott, entspringt alles. Und das ist vor Raum und Zeit, dieses ab der Urknall, bevor er geknallt hat, sage ich immer wieder. Und wir machen jetzt einmal eine Demonstration, wir denken uns einmal das Video aus Demonstration in Österreich. Am 12.12.
große Demonstration. 12., 13., 11., man weiß irgendwann um den Dreh rum. Lass uns da nicht streiten. Und dann schauen wir uns die Bilder an. Auf dem Monitor, Pixelmännchen, Bilder in allen möglichen Perspektiven. Und ich springe jetzt einmal, ich erzähle eine raumzeitliche Geschichte. Ich schaue mir diese Demonstration an und dann sehe ich rein konstruiert, diese Pixelmännchen, kann ich jetzt Vorstellungen von da außen mir machen, hier und jetzt. Und immer dran denken, ich behaupte, dass ich du bin. Und dann sehe ich das so und dann schaue ich, im selben Moment blende ich meine Monitor um und ich gehe in Google News. Und da hast du ja dann immer die neuesten Nachrichten, immer vor einer Stunde, vor 30 Minuten, vor einer Stunde. Und dann sehe ich hier die eine Nachrichten sagen, ich müsste jetzt in Holger einschauen, der hat es dann recherchiert, der ist nachgegangen, die anderen sagen 40.000, mal einen kleinen Moment, vielleicht finde ich es, dann kann ich euch die Originalzahlen sagen. Das hat er mal bloß übertragen. Die Megademonstration, das haben wir in einem Gespräch gemacht. Kleinen Moment, ich muss da wieder zurück. So. Ich baue jetzt andere Pixelbilder auf, nämlich von der Silvesterfeier. Alle Jahre vor Corona waren Silvesterfeiern in Berlin. Da hat es immer geheißen, das sind 500.000 bis 750.000 Menschen. Ich schaue mir die Bilder an vom Brandenburger Tor und dann springe ich wieder um auf dieses Wien. Und das sind Straßen, Menschenmassen, absolute Menschenmassen aus verschiedenen Perspektiven, aus verschiedenen Plätzen, die eingeblendet werden. Und ich springe in Google und ich sage 40.000. Die einen sagen 40, die anderen sagen 44, die anderen in einer anderen Zeitung wird 10.000 behauptet. Komischerweise, wenn wir dann recherchiert haben, die alle von derselben Nachrichtenagentur die Zahlen. Dann schaue ich mir die Bilder wieder an. Wenn es da außen einen außen geben sollte, so wie du dir das vorstellst, jetzt natürlich ausgedacht, dass da außen eine Welt ist, Bruch des zweiten Gebotes, genau. Das ist dein Problem. Du träumst jetzt. Ja. Es gibt kein außerhalb eines Traums, bloß ein absolutes Innerhalb, das sich entfaltet in Art von Zwiebelschalten. Dass diese Menschenmassen, die ich hier sehe auf dem Bildschirm, jetzt bewusst ausgedacht, niemals 40.000 sind. Viel, viel mehr. Nicht weniger, sondern viel, viel mehr. Erster Fehler. Zweiter Fehler, jetzt die Organisatoren reden von weit über 100.000 Menschen. Im selben Moment in den österreichischen Nachrichten wird nach wie vor festgehalten, dann nennen die 40.000. Meinungen, verschiedene Meinungen, egal welche Seite du mir zeigst, ich zeige die andere Seite, da außen ist überhaupt nichts, sage ich dir. Aber es ist Lüge. Hochinteressant, wir sind einmal ganz normal raumzeitig, wir haben ja dieses österreichische Nachbarland. Es wird gebetsmännhaft, immer wieder lasst euch impfen, immer wieder dasselbe. Das sind ja die Bösen, die Rechtsradikalen, Schwuppler und so weiter und so fort. Eine Meinung beschimpft die andere Meinung. Ich sage, du musst erst einmal vollkommen unparteiisch werden, aber wer der Lügner wirklich ist, das bist du. Du belügst dich nämlich ständig, selbst wenn dir nicht bewusst ist, was jetzt da ist, wenn ich sage, cut. Ja. Ja. Es ist prinzipiell, wenn du was wahrnimmst, ist es hundertprozentig deine Information. Ich kann nicht oft genug sagen, deine Information, eine Außenformation als Ding an sich, wie du dir jetzt das mit materialistischer Logik ausdenkst, existiert nicht mehr, wenn du das zweite Gebot hältst. Ja. Mhm. Oder du musst einfach wissen, ich bin ein träumender Geist. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Das ist das, was hundertprozentig sicher ist. Mhm. Es sind Lügen, es sind alles Selbstlügen. Du belügst dich mit jedem Gedanken, wo du denkst und du meinst, du hättest mit dem, was du denkst, nichts zu tun. Es ist ein Spitz, ich spitz du allein. Ich kann nur den Geist wach machen. Der träumt niemals irgendwelche Menschen, die du dir ausdenkst. Die Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, haben nicht die geringste Überlebenschance. Weder eine Helene, das Pixelmännchen ist schon weg. Nicht einmal, wenn du das Video ausschaltest. Es ist schon weg, wenn du nicht hinschaust oder wenn du nicht dran denkst. Genau. Das ist hundertprozentig sicher. Das macht jetzt wieder Angst, weil ich das allein mache. Allein. Vollkommen allein. Aber dieses eine Uni ist unendlich viel. Das ist nichts und alles gleichzeitig. Du hast Angst vor etwas, was du noch nicht im geringsten kennst, aber was du letzten Endes selbst bist. Ein riesengroßer, mächtiger Gott. Und du kannst so gigantische Welten in dir erschaffen, dass du dich nicht selber zu Tode langweilen musst. Und es drehen sich jetzt die Spaltungen, das Trennen, die Lüge, die Massenmedien. Du hast wieder, es wiederholt sich komplett die Geschichte, wie ich das
im Buch Prediger bzw. Kohlet, wenn ich darauf hinweise, beschrieben. Ja. Die Spuck des Heiligen als Materialist, als gläubiger Christ, als gläubiger Moslem, als Buddhist, egal was, du spuckst deinen heiligen Schriften ins Gesicht, weil du nicht verstanden hast, was es bedeutet. Das, was ich dir sage, findest du in meinen Upanishaden, du findest das im Koran, du findest das im Denach, du findest das im Neuen Testament. Die Auslegung, diese falsche Auslegung, die Interpretation in deiner Lehre und Erzieher sind die Falle. Und es ist nichts verkehrt gelaufen, es ist der Führerscheinprüfungsbogen. Hast du keine eigene Meinung? Hast du überhaupt eine eigene Meinung? Ist nicht alles, was du denkst und glaubst, geistlos nachgeäfft? Du bist ja bloß ein dummer Affe. Nein, das bist du nicht. Du bist Geist von meinem Geist, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Ja. Wem vertraust du mehr? Mir oder Affen? Den ewigen Geist, der sagt, du bist Geist von meinem Geist, du bist ewig. Du bist ein Gotteskind, ein Adam, ein träumender Geist. Oder irgendwelchen Affen, die in deinem Traum in Erscheinung treten. Genau. Ich sage, Holofeeling ist nicht für irgendwelche Menschen, die du dir ausdenkst. Das ist ein Geschenk, ein kleines Geschenk für mich an dich. Gibt es übrigens eine schöne Schrift in Holofeeling. Das Geschenk von mir für mich an dich. Stimmt. Wird auch in einem der vorhergehenden Selbstgespräche geht da etwas drauf ein. Du musst es auch nicht verbreiten. Du musst nicht den Figuren in deinem Traum erzählen, dass sie träumende Geister sind. Es funktioniert nicht. Ja. Es kann aber welche geben, die begreifen, wir sind ja ein und derselbe Geist, bloß in einer unterschiedlichen Personifizierung. Das klingt jetzt sehr komisch, aber es wird ganz anders, wenn du jetzt sagst, ich bin ein Schauspieler und ich muss all die Rollen spielen. Ich sage, ich bin der, der all diese Leben, die Bücher lesen darf, die Lebensgeschichten, die sich immer nur in mir abspielen können, egal welches Buch ich lese jetzt, welchen Roman, welchen Film ich erlebe. Zurzeit bist du in einem absolut spannenden Film. In dem Film deiner eigenen Verwandlung. Außer du schenkst mir keinen Glauben. Dann sage ich dir, okay, kein Problem. Du willst weiterhin das sein, was du zu sein glaubst. Lass ich dich 1000 Jahre jeden Morgen als Affe wach werden. Du kannst dann hier ums Überleben kämpfen. Und versuchst eigentlich nur beständig deine Schulmedizin, die Ärzte, wo du hinrest, weil die genauso auch nur Gedanken sind, geistlose Gedanken von dir, ohne geistigen Hintergrund. Mhm. Und versuchst, dein Gefängnis am Leben zu halten, wo du eingesperrt bist. Mit einer ganz klaren Vorstellung von gesund und krank. Und du willst wirklich nur gesund sein. Du willst nur einatmen. Du willst nur Sonnenschein. Da kann ich dann in den Selbstgesprächen sagen, es ist Sonnenschein und Regen, Krieg und Frieden. All diese Bärchen ergeben in Zusammensetzung was vollkommen Neues. Ja. Frag einen Bauern, was besser ist, Sonnenschein oder Regen. Dann schaut er dich an und sagt, was ist jetzt für eine blöde Frage? Ich brauche beides. Mhm. Was ist besser, kommen oder gehen? Das eine gibt es nicht ohne das andere. Das Gehen ist eine geistige Eheexistenz von Kommen und Gehen. Mhm. Das passiert so. Mhm. In dem Moment, wo nämlich was auftaucht, wird auch was vernichtet. Ja. Das ist immer noch Auftauchen, Vernichten. Weil ein Berg, weil ein Tal funktioniert in der Physik nicht. Ich sage, denk dir, du bist die Gnede, Ken Ede. Das heißt übrigens, das Fundament ist jetzt, wenn man das hebräisiert, Ken heißt das Fundament, F unter, die Welle, etwas überlegen und Lügen verbreiten. Ete heißt jetzt, das hebräische Wort von jetzt. Et habe ich gerade schon gehabt, das ist der Zeitpunkt. Mhm. Und Ete ist jetzt, das hebräische Wort für jetzt. Und Yom heißt Tag und Hayom, Artikel, der Tag, ist das hebräische Wort für hier, jetzt, heute. Das ist das hebräische Wort für heute. Es gibt nur heute. Alles, was passiert, kann nur heute passieren. Und heute ist jetzt schon wieder, wenn du dir das aufspannst, vom Aufstehen bis zum Einschlafen, schon wieder eine Vorstellung, was aufgespannt ist. Jeder Moment, der heute passiert, passiert jetzt. Und wenn ich jetzt dich nochmal darauf hinweise als Geist, es kann in der Zukunft nichts passieren und es ist in der Vergangenheit nichts passieren. Das wird schon passieren, die Passion, die Leidensgeschichte. Ach, wenn etwas dein Gesichtsfeld passiert, taucht es, du sagst nicht, es taucht hier auf und verschwindet hier. Aber du bist immer noch in der zeitlichen Achse, dreht es um 90 Grad in die Anoki-Achse, in das rote Ich. Und dann wirst du feststellen, es kommt jetzt und es geht jetzt. Es gibt keine Vergangenheit und keine Zukunft. Ja. Erste Drehung. Mhm. Zweite Drehung, Spiegeltunnel. Und die dritte
ist nicht eine Drehung, sondern dann schmeißen wir das zusammen in einen Punkt. Das ist These, Antithese, Synthese. Und in dem Punkt spielt sich alles ab. Mhm. Ich nenne das die Ludophonie. Das Spiel von Klängen, von Tönen, die große Harmonie, eine Ludophonie. Schön. Das ist eine Utopie. Pi ist die Weisheit Gottes. Ja. Unser TT in Gott. Das Doppel-T ist in Zahlen 400, 400 ist 800 und das ist das NP. Das ist das Pi und das Pi haben wir im Einheitskreis 2 Pi. Ein rotes Pi, das ist die Weisheit Gottes und ein blaues Pi, das ist das Wissen deines Intellekts. Das ist noch sehr, sehr fehlerhaft. Wohlgemerkt, Physik, Chemie, alles strömt in Holofeeling in einen einzigen Punkt zusammen, der wir sind. Jetzt kann ich das wieder blau machen, dann habe ich Sinusöffnungen. Und bei den Sinn, wissen wir, setzt immer ein vorhergehendes und ein nachfolgendes in einem Punkt zusammen. Auch in der Frequenz, in der Sequenz, unser affin aufgespanntes E-Quadrat oder verbunden E-Quadrat, eine Affinität, die verbunden ist in E-Quadrat. Und der rote 19 ist eben der wahre Mensch, der Adam. Ja. Und jetzt ist Game Over vom Udo. Das wird jetzt dann gleich merken in dem Update. Wir können da ganz kurz nochmal reinspringen. Das ist zwar noch nicht rot gesetzt, aber das hecke ich dann im nachfolgenden Lied dran. Das mache ich jetzt einmal so, Bildschirm dahin und da muss ich ganz kurz auf meine... Ich mische das immer mit Kleinigkeiten. Das ist also hier dieser Text. Auslöser will ich euch ganz kurz einmal zeigen. Jetzt werde ich raumzeitlich, vollkommen raumzeitlich. Ein alter Holofeeling-Anhänger ist ein Lutz Schwickhal. Und er schreibt mir heute ein Mail. 1931. Konnte der sich das raussuchen, dass ich ihn mir jetzt so ausdenke? Die 19 habe ich schon gesagt. Das ist der Affe. Und 31 ist Gott. Liebe, ich UB in mir das tröpfchenweise Eintropfen des letzten Selbstgespräches, das ist es über die Affen, bringt erneut längst vergessene Heurekanzlicht, möchte nur eine kleine Geschichte geistiger Sicht des Brüssels Lutz teilen. Seit den Ohrenbarungen sehe ich meinen zweiten Vornamen mit neuen Augen. Lutz Udo Schwickhal, der heißt Schwa ist das Nichts, mein Nichts und Karl heißt es wie Gott oder wie Nichts. Wir schauen uns das ganz kurz nochmal an für einen. Dieses Schwa-Zeichen, das sind diese zwei Zeichen, das ist das Hebräische, ein falsches, das gibt natürlich immer rot-blau, das ist Lüge, eine Nichtigkeit, rot, das ist ein Nichts, ein absoluter Nichts oder das ist Trug. Das ist nämlich der Logos, in dem alles, der göttliche Logos, in dem alles verbunden ist oder es ist logisch aufgespannte Erscheinungen, das ist dann Gehaltloses, Falschheit, falsch ist die Falle, wo du dich, das Eitle, das Gehaltlose, es ist aber nichts. Es ist das Schwa. Und ein I dran hast immer als Suffix gelesen, mein, das heißt meine Nichtigkeit. Das ist interessant, auf Griechisch hast du, er macht alles gleich. Das heißt, ein Gleichmachen wieder, plus, minus wird auf Null gesetzt. Ja. Okay? Und Kaal wissen wir, Kaal heißt wie nichts oder wie Gott. Ja. Hier. Es ist auch das hebräische Adjektiv, das ist wie Gott, da ist alles hier. Ich kann das HI rot lesen, dann ist es die Quintessenz Gottes, ist er. Wir beide, E-Quadrat. Also gut, das ist jetzt unser Lutz Schwickhal. Er sieht plötzlich alles neu und ihm fällt jetzt auf, hey, er hat ja einen zweiten Vornamen, ehrfurchtsvoll, wird er in allen Passwörtern sein Name, E-Mail-Adressen von mir versteckt, Ludos. Bis er mir heute zum ersten Mal vollständig in dem lateinischen Satz erschien. Das ist nämlich in dem letzten Selbstgespräch. Man achte, habe ich jetzt den Ton, glaube ich, nicht eingeschaltet, den brauchen wir aber gar nicht so. Das ist eine riesengroße Falle, sage ich. Was war der Ton da? Ich glaube nicht, ne? Nein, nein. Den habe ich nicht eingeschaltet, brauchen wir nicht. Eine riesengroße Falle, das ist ein Spiel, Ludos. Ja. Das sind die Spiele Udos. Das schickt er mir hier. Bei 27.00, das ist genau die Stelle im letzten Selbstgespräch, das sind 27 unendlich. Der erste Schöpfungssatz besteht aus 27.01. Das ist das Aleph, das vor meinem B-Roshi da oben fällt. Genau. Das ist nicht denkbar.
Das ist der Kopf selber, nicht denkbar. Und nun möchte ich eine kleine Bröselgeschichte losmachen. Als ich erfuhr, hier und jetzt gedacht, dass Udo bla bla bla, das ist nicht so wichtig, und dann stellt er hier als Waisenkind zusätzlich ein Udo adoptiert wurde, und dann stellt er mir hier das Game Over rein. Und das schauen wir uns jetzt an, das ist ein Plattencover, ein neues Plattencover von Udo. Mhm. Und ich habe jetzt den Text, das ist übrigens hier jetzt die Bezeichnung. Sorry. Da müssen wir hin. Das ist jetzt der Text, den habe ich jetzt umgesetzt. Das ist original der Text von dem Lied auf Englisch, Game Over. Und zwar ist dieses Game Over kein Lied, sondern das ist die neue LP, der Name der neue LP. Mhm. Da ist ein Lied drauf, das dritte Lied auf dieser LP heißt Prophezeiung. Aha. Kann ich ganz kurz reinspringen? Nun brauchen wir das Rock, das ist das dritte Lied, Game Over. These, Antithese, Synthese. Okay? Und wir schauen uns jetzt einmal den Text an in Holofeeling. Immer dran denken, das Fette ist rot, das andere ist blau. In meiner, vom Nicht-Existieren eher, das bin ich und du, E-Quadrat, der Kopf der Energie, schrecklichen Art zu träumen, kann ich Geistesfunken nicht genug bekommen von deiner Art geistreicher Führung. Geist, der Kopf des Schöpfergottes, der Spiegel ist eine große Kollektion von uns zwei. Er, der Erwachte. Ich, Geistesfunken, ich Mensch, ich Person, bin der generierte Diener, du, ich UB 86 Halm, bist der Schöpfer, der Herr. Ich sehe große Katastrophen kommen. Jetzt habe ich hier das Wort Katastrophe, dass du das einmal im Griechischen anschaust. Und Co-MM hast zwei M. Wellenberg und Wellendal sind die eine Energie, das reine Energiesein. Jetzt habe ich aber hier das nochmal anders. Wir können auch schreiben, ich sehe das Große kommen. Und jetzt muss man wissen, dass Ross zum einen Sus, das Pferd, das Ross Jesus heißt, aber Sus, Ross, anschauen, da gibt es verschiedene hebräische Namen. Mhm. Ist Ross, ist auch da unser Aleph in der Mitte des O als vokalisiertes, das Doppel-S, auch Rosh ist der Kopf. Ja. Ich sehe jetzt den roten Kopf kommen. Mhm. Change me up, turn me on. Das ist jetzt die eine Stelle, man kann das Englische genauso umsetzen, aber das passt dazu hin. Das heißt, die Kollektion, die nicht existiert, ist das immer seiende E-Quadrat von UB 86 Elion. Ja. Verkette mich. Chain me up. Verkette mich, habe ich jetzt VR, KE Quadrat, unser TT ist es B von E Quadrat. Verkette mich mit dir, drehe mich, wende mich, turn me up. Das ist die Reihe, die zu existieren anbeginnt. Tour heißt die Reihe, auch die Turteltraube, die immer wieder zurückkehrt. Ziehe mich Geistesfunk durch die Nacht. Da kann man natürlich hier anders, das ist die existierende Schöpfung, ZD, heißt in Schrecken versetzt, Schinner, logisch berechnete Ecken versetzt werden. Mhm. Generierung von Generationen. Verkette mich in dir, drehe mich, wende mich bis zum Morgenlicht. Ja. Jetzt ist schon mal interessant, wenn ich das jetzt so setze, Mor. Blau kann man natürlich auch rot machen. Wir schauen uns das einmal ganz kurz an, wie das aussieht. Das heißt nämlich schwanken, umwechseln, vertauschen, wechseln. Ein ständiges Wechseln. Mor, Gestalt gewordene, aufgespannte Berechnungen bedeutet ständig wechseln, vertauschen. Transversal. Schau das Bild an, von Gedankenwelt zu Gedankenwelt im ewigen Hier und Jetzt. Zufall? Gibt's keine. Gibt keine. Und jetzt schreibe ich hier das Mor, aber auch Roh, die Morgenröte. Und ich, wieso steht jetzt da Krishna? Weil das hebräische Wort Shinchur ist einmal die Bedeutung, die Morgenröte und der Sinn. Der Rote ist der Adam. Mhm. Morgen wird heute sein, wenn du heute der Adam bist. Ja. Und das heißt auch schwarz werden. Denk an das schwarze Loch in der Physik. Genau. Und dasselbe Wort jetzt im Hebräischen wird auch als Morgengrauen übersetzt. Aber das Graue ist doch zwischen dem Weißen und dem Roten, beziehungsweise zwischen Hell und Dunkel. Es ist die Mitte. Darum ist hier schwarz, schwach. Haben wir gerade gehabt beim Schwiegerl. Ja. Ares ist die Erde, das ist erwecktes Wissen. Das ist verbunden. Schwarzen werden, die Morgenrot und das Morgengrauen. Das ist Mor, ist das immer Seiende
Verbundene im Kopf ist die geistig Sein und dieses Rote wird zu einem Morgengrauen, wenn du zwischen Rot und Schwarz dich bewegst. Ja. Die Geister, die ich UBs geistreichen Worte lieben, werden immer heute gehen. Sich dadurch generieren, auch heute selbst verstehen. Im Laufe dieser G-Zeiten, das sind Gehirnzeiten, das blaue G. Alles lieben lernen und sich selbst in sich selbst wieder ehen. Gedanken werden wieder eins machen. Alles, was du dir ausdenkst, stellst du vor dich hin und wenn du es nicht mehr denkst, kriegst du es wieder zurück. Und du meinst, du hast es verloren, wenn es nicht mehr da ist, dann kriegst du es zurück. Du hast es verloren, wenn du dir das unbewusst ausdenkst. Ja. Das ist hundertprozentig sicher. Drum hier der Krishna. Höre meine Prophezeiung. Lass mich deine Fantasie spüren. Das Rote ist dieses geschlossene, nicht existierende E-Quadrat, die Fantasie, die in dir aufblüht. In mir selbst, ohne äußere Stimme. Raumzeitlich gespiegelter Intellekt ist plus minus und plus minus ist gleich null. Ich mache da immer, wie gesagt, unsere 9. Das ist eigentlich genau genommen im Griechischen der 8. Buchstabe, aber das wird jetzt zu weit führen. Ich nehme dieses Zeichen gern, weil wir haben hier dann den Einheitskreis mit der Nulllinie, mit der Plushälfte und der Minushälfte. Ja. Mhm. Und das ist E Quadrat. Ich höre meine und meine Stimme ist deine Stimme, weil ich nämlich du bin und du bist ich, wenn wir auf der geistigen Ewig sind. Ich höre deine Prophezeiung. Das sind prophetische Worte. Tue mit mir alles, was du willst, lass mir Geist keine Wahl. Du sollst nicht wählen zwischen richtig und verkehrt. Du sollst begreifen, dass die zwei was vollkommen Neues, alles, was sich widerspricht, gibt auf der nächsten Höhe was vollkommen Neues. Gesundheit und Krankheit gibt zum Beispiel die Heiligkeit. Kreis und Dreiecke geben an KGL, an Kegel. Mit freudenmäßiger Blut. Lottung. Das ist, die Lut heißt in einer Hülle stecken. Das ist der Lot, der Sodom und Gomorra verlässt. Und in dem Moment, wo der Lot Sodom und Gomorra verlässt, ist es ein verbundenseiender Geist. Wir können die Blutung natürlich hier auch blau lesen. Dann ist aufgespannte Existenz in deinem Gehirn. Das werde ich noch mit einfügen, wenn ich es dann mache. Das ist jetzt hier ganz schlichtweg und einfach dieses Blut. Da wird jetzt das ganz schön, das im Lot stecken. Das sind die Ecken dann, wobei das Eck jetzt rot gemacht haben. Wir können das natürlich ganz blau machen. Das ist unser Tetraederspiegeleck. Mhm. Wenn man sich auskennt, wenn man die physikalischen Matrixgrundlagen hat dazu. Jetzt geht's weiter. Lutsch mich aus, stöhnend und schreiend. Mein Herzschlag hört auf. Plus minus ist gleich null. Mhm. Hört auf. Mhm. Hört auf den Schöpfer OB. Das sind Ohrenbarungen. Du, Beus Ego, das ist lateinisch, das heißt du, mein Ego, schlägst mich, wach auf. Das ist mein Weidezaun, du schlägst dich selber, wenn du nicht loslässt, kriegst du immer wieder einen neuen Schlag. Die Arbeit ist getan, es ist Zeit, aufzuträumen, aufzuräumen. Schönes Wortspiel, ne? Ja. Es ist Zeit, aufzuräumen, aufzuträumen. Verkette mich mit dir, drehe mich, wende mich bis zum Morgenlicht. Ich, UB, bin hier, kannst du Geist mich, UB, jetzt in dir selbst bluten sehen, enthüllen, Apokalypse? Ich, UB, bin wieder hier, geh, jetzt gehe, jetzt mit mir oder bleib. Die nächsten 1000 Jahre. Ja. Fragen? So einfach ist es. So. Ich glaube, jetzt lassen wir es gut sein. Der letzte Vers, auch immer in der Schöpfung. Es ist so vielfältig. Und ich springe jetzt nur ein bisschen in den Christen und wir können, wie gesagt, in alle Religionen reinspringen. Du hast noch nicht genug Respekt vor dem Wort unendlichen Wissen. Ja. Du urteilst und werdest. Du müsstest dir nur bewusst machen, dass du ständig, wenn du was hörst, Worte interpretierst, extrem einseitig interpretierst und auslegst. Du musst dich nur dabei, du Geist, kannst dich jetzt blau, den Brösel, dessen Rolle du spitz beobachten. Und es ist immer wieder klar, wenn du jetzt ein Schauspieler, ich sage jetzt einfach mal Heinz Rühmann, hat in seinem Leben viele Rollen gespielt, innerhalb seines Lebens, es ist wie wenn du Bücher liest. Und du darfst nie vergessen, wer du bist.
Und jetzt gehen wir eine Stufe höher, dass du ein Schauspieler bist, der in seinem Leben einen Schauspieler spielt, der wiederum in seinen Gedanken verschiedene Rollen spielt. Mhm. Wir gehen immer eine Stufe weiter in dieses Zentrum, dieses Allumfassende. Es dürfte doch klar sein, dass Gedanken, die du denkst, nur deshalb sind, weil du sie denkst und hier und jetzt in deinem Kopf sind. Und die Vergessenheit, diese absolute Vergessenheit zu glauben, dass du dir Menschen ausdenkst, wenn du eine Zeitung liest, wenn du Bücher liest und du meinst, du hast damit nichts zu tun, das wiederhole ich immer wieder. Wieso wiederhole ich das in dir? Weil ich eine unendliche Geduld habe, eine göttliche Geduld habe. Aber jetzt kommt ein Punkt, wo ich sage, Game over, ich lasse dich die nächsten 1000 Jahre wieder vollkommen allein. Und sag nicht, ich bin dran schuld. Dann kannst du jetzt nochmal eine Runde Leben spielen. Das Ganze spitzt sich ab in der 1,26. Eine Minute 26 sind 86 Sekunden. Wir können das dann hochsetzen mit einer Stunde 26, egal wie wir das nennen. Das ist 1 durch 26. Du kommst in unterschiedliche Sachen rein. Es ist ein Spiel, das spielt sich hier und jetzt ab mit ständig wechselnden Gedankenbildern. Ja. Das ist das, was ist. Genau. Und dann sage ich ganz einfach ein heiliges Tschüss. Ja.